So Leute, willkommen zurück zu Metroid Prime 3 Corruption. Oh yeah, das letzte Mal haben wir wieder einige Items eingesammelt. Den Brio haben wir abgeschlossen und sind auf Elysia schon weit fortgeschritten und haben vor allem wieder... Wir haben vor allem die Kartendaten bekommen. Für die Heimatwelt der Piraten. So, okay, was möchte ich als nächstes tun? Wo ist es am sinnvollsten hinzugehen? Ich würde sagen, direkt nach nebenan offensichtlich, weil da sind auch wieder... zwei Gegenstände versteckt. Upsa. So, hier nämlich. Da fehlte uns die Screw Attack. Da erinnere ich mich noch dran. Das war genau das, was ich im letzten Part angesprochen habe. Achtung, die Batterien der Wii-Fernbedienungen sind schwach. Oh, oh. Ja, ich hoffe, die halten noch ein bisschen. Den Part lang. Möchte ich übrigens mal loben an dieser Stelle, wie heftig krass mal wieder die... die Batterieleistung der Wiimote ist, ne? Ich habe am Anfang dieses Projekts hier... Okay, ich glaube, die gehen jetzt gleich komplett aus, wenn das jetzt schon die ganze Zeit aufploppt. Ich habe am Anfang des Projekts neue Batterien reingepackt. Und... ja, das war's. Ich spiele quasi seit Part 1 mit demselben Batterien-Set. Wenn das gleich noch ein drittes Mal aufploppt, dann werde ich, glaube ich, mal kurz... ja, okay... ich mache kurz einen Schnitt und wechsle mal das erste Mal in diesem Projekt die Batterien. Krass. So, und weiter geht's mit neuen Batterien. Also natürlich liegt das auch daran, dass das einfach sehr leistungsstarke Batterien waren, offensichtlich. Aber ja, die Wiimote verbraucht auch generell wenig Saft. Wenn ich da an den PlayStation 4 Controller denke, der wäre wahrscheinlich schon drei oder vier Mal komplett leer gewesen. Der Xbox One Controller hält auch ziemlich lang. So nach meiner Erfahrung. So, also zwei Upgrades direkt hier und natürlich wieder irgendwelche nervigen Fahrsiedbälle, die aber irgendwie zu weit weg sind. So, jetzt. So, noch mehr von euch. Ja, da ganz hinten sind noch welche. Ich glaube nicht, dass ich da dran komme. Doch, komme ich sogar. Krass. Ist das noch einer? Das ist nur ein kleiner. Kann. Ich habe ihn sogar getroffen, aber. Okay, er reagiert jetzt auch auf mich. Aber egal, ignorieren wir ihn einfach. So, das eine Upgrade ist über uns. Allerdings weiß ich auch, von wo ich da aus rankomme. Da muss ich nämlich erstmal darüber. Wow, gehen. Okay, alles klar. Grappling Beam wollte mich einfach trollen. So, oh nee, komm schon. Ganz schlechtes Timing, Kollege. Oh. Echt so meine Hassgegner einfach, weil sie einfach nur nerven. Weg mit euch. Und schon wieder so ein roter. Na, komm her. Okay, dankeschön. Darf ich jetzt meine Reise fortsetzen? Ich glaube, das Ding komme ich gar nicht dran, da wo ich es gekillt habe. Na? Hallo? Der Grappling Beam will einfach nicht. So. Okay. Meine Güte. Na, wobei, vielleicht komme ich da dran, wenn ich jetzt abspringe. Muss ich mal probieren, oder? Nö. Okay, dann scheiß drauf. Sind, glaube ich, eh nur um... Oh, Alter! Ist eigentlich eh nur um Sachen in der Galerie freizuschalten. So. Immer wieder solche... Immer so zwischendurch so Mini-Struggles. Bei so eigentlich einfachen Mechaniken, nicht wahr? Kann ich das ansaugen? Achso, ja, das geht. Geht, never mind. Never mind. Dann ist natürlich alles cool. So. Wieder hier ein cooler Mechanismus. Ja, ich bin ja gespannt. Ich habe schon gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir eventuell Elysia in dem Part komplett abschließen. Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, vielleicht war es doch ein bisschen zu optimistisch. Weil wir bei vielen Upgrades einfach einen recht weiten Weg zu laufen haben noch. Aber gucken wir mal, ne? Ist ja auch nicht schlimm, wenn wir einen Part länger brauchen. So, also da hinten ist das Upgrade. Aber hier ist noch eins.
Und zwar, ach, das ist aber in dem Raum hier. Also, nehme ich an, jedenfalls. Wir gucken erstmal. Und erstmal das da hinten. So. Bisschen so schön nah wie möglich. 3, 4, 5. Jawohl. Genau ins Missile Expansion Pack reingegleitet. Oder reingeglitten? Wow, ich bin gerade nicht sicher. So. Nehmen wir auch direkt hier noch ein bisschen Info. Phasen. Eine Woche nach dem Abbruch der Verbindung zur Aurora-Einheit mussten wir mit Ansehen, wie der lebende Planet zu einem neuen Schlag ausholte. Es entstand eine Reihe stellarer Objekte, von denen eins gegen uns gerichtet war. Es streifte die Wolkendecke der Elysia und zerstörte weite Teile unserer Heimatwelt, bevor es in den Kern weiter unten einschlug. Bald darauf stellte unsere Sensoren die Präsenz einer ungewöhnlichen Energie fest. Im selben Gift, das zahlreiche andere Planeten wie die Welt unserer Schöpfer verseuchte. Der galaktischen Plage namens Phason oder Phasen. Also meine Lieblingsplage sind ja immer noch die X-Parasiten, wenn ich so ganz ehrlich bin. Lieblingsplage. Auch so ein Satz, den man eher seltener hört wahrscheinlich. Okay, ist es dann sinnvoll, hier reinzugehen? Warte, ich gehe ja jetzt. Warte mal, gehen wir einfach mal rein. Wir gehen einfach mal rein. So, kann nämlich besser gucken, weil der Raum so schön leuchtet. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und kommen von da aus nach da unten, hoffentlich. Und können das nächste Upgrade holen. Welches sich hier vor uns versteckt. Ich muss mal wieder mein Schiff besuchen, weil ich doch ein bisschen... Das führt mich jetzt aber schon nach unten, oder? Ja, gut. Oha. Sie sind wieder da. Ganz viele lustige Leute. Und scheinen es hier an was Krasseres zu geben. Vielleicht einen Energietank sogar. So, ja, komm mal her. Boah, ja, weißt du was? Einfach hier. Na, wo bist du, Kollege? Da, hi. Einfach geschmolzen, den Typen. So, weil ich das gerade schon gesehen. Hier müssen wir erstmal schön Saft drauf geben. Bevor wir da weitermachen können. Und dann öffnet sich uns ein Energietank oder eine Energiezelle. Eine Energiezelle sogar. Ja, wunderschön. Krass, das heißt, wir haben alle Energiezellen und können... Hoppala, können... Nein, ich hab's... Ja, komm schon. Ach so. Der große Struggle immer. Ja, wir haben alle Energiezellen damit. Und gucken uns das einfach nochmal an, auch wenn wir das eigentlich wissen, dass wir jetzt alle haben. Ja, wir haben alle Energiezellen. Das heißt, wir können eigentlich, bevor wir zur Heimatwelt der Piraten aufbrechen, sogar erstmal ins Schiff der Galaktischen Föderation, nachdem wir auf Elysia fertig sind. Habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Ich weiß nur leider, muss ich auch ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Weil wir halt auch noch, also ich weiß, oder ich glaube zu wissen, oder ist das wirklich so? Ich wollte gerade sagen, ich glaube zu wissen, dass wir storybedingt dahin müssen. Aber vielleicht sind die Energiezellen, die wir damals eingesetzt haben, vielleicht reichte das ja schon, um da weiterzukommen. Wir brauchen keine extra Energiezellen mehr. Wir wissen was, wir gehen einfach dahin. So groß ist das Schiff ja auch wieder nicht. Das heißt, im Endeffekt, wenn wir da nicht weiterkommen, dann ist es eigentlich auch vollkommen Wurst. Aber reden wir da noch gar nicht drüber, weil wir erst noch auf Elysia alles machen müssen. So. Okay. Gucken wir nochmal. Wir haben hier jetzt alles. Jawohl, hier haben wir auch alles. Hier ist noch eins, da ist noch eins. Gehen wir natürlich den anderen Gang lang. Ich will nochmal ganz kurz gucken, ob ich hier wirklich nichts übersehen habe. So, da ist eins, wie gesagt. Da bringt's nichts. Da ist auch nichts. Nichts, nichts, nichts. Ja, sind nur noch die zwei. Schaffen wir da wohl locker in dem Part hier, oder? Sehr schön. Ach, Fortschritt, Leute. Fortschritt ist so schön. Sagte er und stürzte sich vor voller Freude erstmal in den Abgrund. Okay.
Wisst ihr was? Wir killen die Gegner hier erstmal. Warte mal, ich bin sogar direkt an der richtigen Stelle gelandet. Sehr, sehr nett. So. Okay, ja. Elysia können wir bald schon wieder verlassen. Wir haben aktuell 90% der Items. Das heißt, wir müssen hoffen, dass die letzten 8% auf dem Schiff beziehungsweise auf der Heimatwelt der Piraten zu finden sind. Das können wir eigentlich theoretisch gleich mal nachgucken. Oh, das machen wir gleich sogar mal. Ja, schaffe ich das locker an diesem Partner. Habe ich doch nicht überschätzt. Vor allem, weil ich 2 Minuten eh noch wegschneiden muss für den Batterienwechsel. Und es ist schon wieder ein Phasoid da hinten, oder? Das sehe ich doch richtig. Okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo ist das Upgrade? Es wird irgendwo da hinten. Ja, und da kommt das schon. Hau ab! Alter, das ist doch so eine Pissnelke. Diese scheiß Gegner. Oh Mann. Hau ab. Oh, ein roter auch noch. Ja, sehr schön. Der gibt mir immerhin Energie. So, her damit. Roter Phasoid. Ganz schön viele jetzt in den letzten Parts hier gefunden. Und das geht, das Ding einfach so in mich rein. Das war ganz schön knapp gerade. Okay, wo könnte das Upgrade sein? Direkt vor mir da wahrscheinlich, ne? Ah, Spider-Ball-Schienen, ich sehe schon. Die wir höchstwahrscheinlich noch nicht erforscht haben, wenn ich das so sehe. Jawohl. Jawohl, jawohl, jawollo. Ich habe so viel Energie verloren, weil ich die ganze Zeit in den Hyper-Modus gehen musste. Oh, schönes Spider-Ball-Rätsel, Leute. Der Hype ist real. Also Rätsel. Schöner Spider-Ball-Mechanismus einfach. Ganz viel Liebe dafür. So. Und das sind Bordmissiles, bei denen ich nach wie vor keine Ahnung habe, wofür die gut sein sollen. Kommt mir immer noch absolut sinnlos vor, die zu erhöhen. Aber vielleicht brauchen wir die ja irgendwie noch am Ende oder so. Ich weiß es nicht. So, habe ich dich schon mal untersucht? Nö. Ich habe auch die... Verdammt, nein. Ich wollte das lesen. So. Databot. Databots werden von den Analysen... Achso, jetzt habe ich den Databot analysiert. Nee, ich wollte eigentlich das, was er drin hat, lesen. So, Invasoren. Okay. Wir sahen, wie die Elysia der Verseuchung durch den Meteoriten zum Opfer fiel und sie von einem Felsen verzehrt wurde. Hoch über der giftverseuchten Oberfläche sammelten wir weitere Daten über das Objekt. Doch diese Studie sollte je vor der Ankunft eines neuen Widersachers unterbrochen werden. Weltraumpiraten, feindlich gesonnene Lebensformen und Erzfeinde der Föderation fielen die Station ein und griffen an. Die Streitkräfte der Piraten rückten schnell vor, waren sie doch in Zahl und Bewaffnung weit überlegen. Nach ihrem Sturmangriff verrichteten sie ein massives Energiefeld in den Meteoriten herum. Sie bezeichneten das herabstürzende Objekt als Keim und konnten die Schutzbarriere schnell installieren. Alle unsere Versuche, diesem Vorhaben etwas entgegenzusetzen, wurden abgewehrt. Es gelang uns nicht, bei dieser Konstruktion des Schildes aufzuhalten. Fortan richteten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Piraten selbst. Sollten wir sie nicht im Kampf aufhalten können, so vielleicht auf andere Weise. Unsere Studien förderten Unerwartetes zutage. Sämtliche Weltraumpiraten waren mit Phasen verseucht. Doch anders als andere Lebensformen zuvor zehrten sie davon. Dieses Phasen hielt sie am Leben und kontrollierte offenbar ihre Gedanken mit einem eigenständigen Willen. Ja, und ich frage mich nach wie vor, ob das eventuell auch mit Ridley passiert ist. Ich habe nie die Spider-Ball-Schienen gescannt. Auch interessant. Weil der ja quasi auch unter Kontrolle stand. Also, jedenfalls hatte er Phasenkraft inne. Und wenn wir wissen, dass Phasenkraft von der dunklen Samus kontrolliert wird, ist das irgendwie naheliegend. So, und ich glaube, in dem nächsten Raum war dann auch das allerletzte Upgrade auf Elysia. Jo. Und zwar an dem großen Raum da. Okay, komm, holen wir uns das noch und dann haben wir Elysia echt in Rekordgeschwindigkeit abgehandelt. Moment, nicht richtig? Nein, bin ich nicht. Ich bin falsch. Den Fahrstuhl zu nehmen war eine Entscheidung, die nicht korrekt ist. Denn eigentlich der Gang ist da hinten. Da hinten. Da hinten. So.
Okay, ah ja, hier, ich erinnere mich. Ich glaube, hier war... Ja, hier war es mit Spider-Ball. Ups. So, dann muss ich nur eben den Eingang dazu finden. Da ist das Upgrade. Muss ich nur irgendwie den Weg zu der Morphball-Passage. Da ist die Morphball-Passage, sehr schön. Den Weg zur Morphball-Passage finden. Aua. Und danach auf zu einem Schiff. Im Hintergrund höre ich es poltern. Unsere Kaninchen, beziehungsweise Meerschweinchen, beziehungsweise nein, das sind eher die Kaninchen, zerlegen gerade wahrscheinlich mal wieder den Käfig. So, wie komme ich jetzt am schnellsten von hier an einen Landeplatz? Ah, das ist alles ziemlich weit weg. Ja gut, dann werde ich, glaube ich, in den sauren Apfel beißen müssen. Und in den oberen Gang lang gehen müssen. Huch. Ich glaube, da komme ich nicht mehr rein, oder? Doch. Nein! Ah! Hör auf zu pusten! Oder pustet er die ganze Zeit? Okay, er pustet die ganze Zeit. Schade. Ich glaube, die letzte Zeit des Parts werden wir wahrscheinlich dann damit verbringen, zu unserem Schiff zurückzukehren. Wir müssen jetzt 92 haben, ne? Ja, 92% aller Gegenstände. Und Missiles, so viele, werden wir niemals brauchen. So. Und dann können wir nun einfach nach oben gehen. So. Und rufen dann unser Schiff bei... Oh Gott. Natürlich darf, müssen wir sowas auch nochmal machen. Oh Gott. Warum? Bitte ende ganz schnell. Ich hasse diese Passagen so sehr. Krass, ich hab's geschafft. krass, ich hab's geschafft. Okay, nein, das ist der falsche Weg. Oh, wobei, nein, das kann ich auch lang gehen. Nevermind. Boah, Gott sei Dank. Ich dachte, ich bin falsch gelaufen. Aber nein, alles gut. Denn dies ist ein Weg, der ebenfalls gegangen werden kann. Ich hoffe wirklich, dass ich jetzt auf 8 Gegenstände komme, die mir noch fehlen bei der Heimatwelt. Ansonsten müssen wir hoffen, dass wir das irgendwie woanders bekommen, alles. Sind ja wirklich nicht mehr viele. Also mir gefällt, also jetzt gerade in dem und dem letzten Part haben wir einfach mega viel geschafft. Ah Gott. Okay. Das ging irgendwie gerade so noch gut. Eine Sackgasse, wirklich. Oh nein, den ganzen Weg zurück, ja. Das geht nicht, oder? Wir sind komplett falsch, weil wir hier nicht mehr lang können. Oh Mann. Ärgerlich. Ja, aber alles so schön auf Elysia geschafft und jetzt finden wir den Weg zu unserem Schiff nicht mehr. Muss ja irgendein Struggle geben. Wir hatten einen auf Brio und auf Elysia war einfach viel zu glimpflich. Das heißt, es musste natürlich noch einer passieren. Oh, das ist ja super nett. Da muss ich gleich die ganze blöde Schiene nochmal zurückgehen. Kotzwirk. Na okay, hoffen wir, dass wir genauso schnell durchkommen wie eben. Und dann bitte den richtigen Weg lang gehen. Wobei, warte mal, ich kann mich hier einfach rüberschießen, oder? Die Kanone. Die. Hallo? Dankeschön. Schieß mich rüber! Alles ist besser, als diese Passage nochmal machen zu müssen. Alter, voll.
Volle Kanne dagegen gebolzt. So, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Okay. Damit kann ich arbeiten. Damit kann ich arbeiten. Kann man nämlich jetzt einfach darüber schießen lassen. Okay, halb so wild, wie es aussieht. Und einfach ganz schnell rüber. Bin ich aber wirklich richtig? Ja, bin ich. Alles cool. Alles cool. Diese kleinen Roboter. Ihr seid ja ulkige Gesellen. Ich werde angegriffen. Ah! So. Dann jetzt hier nochmal schön ganz außenrum. Ich muss gerade irgendwie daran denken, als wir damals, also als unser Schiff von Gore angegriffen wurde. Das war noch... Ach, natürlich muss ich noch einmal diese Passage machen. Hoffen wir, dass es bei den Türen hier bleibt. Natürlich nicht. Das sind nur diese kleinen Elektrokugeln. Das ist noch okay. Wirklich schlimm sind eigentlich nur diese... Ja, genau diese Dinger. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das werde ich einfach so... Das werde ich einfach so hart nicht vermissen. Der einzig schlimme Teil an Elysia. Diese Passagen. Aber wir haben es sogar sehr, sehr gut geschafft. Oh, krass. Ich glaube, ich bin gegen die Grappling-Vorrichtung geknallt. Gerade. So, ein langer, langer Rückweg. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal werden wir die Valhalla betreten. Und dort alles mit den Energiezellen versorgen. Und als allerletzte Anlaufstelle gehen wir dann auf die Heimatwelt der Piraten. Und ja, werden dann so langsam tatsächlich das Spiel beenden, so wie es aussieht, nicht wahr? 8 Gegenstände gibt es noch zu finden, ein Energietank, 7 Missile-Container, Fragezeichen, beziehungsweise Bord-Missile-Container, gibt es ja auch noch. Ich bin aber jetzt gerade total verwirrt, fällt mir gerade ein. Erinnert euch noch dran, bei Brio, da lag irgendwo ganz am Anfang mal, in einer der ersten Parts, so ein zerstörter Golem auf dem Boden, wo stand, mit unserer momentanen Ausrüstung können wir den nicht kaputt machen, aber wir haben ja alles auf Brio. Also scheint es da aber trotzdem was zu geben? Ich bin verwirrt. Naja, wir werden es erfahren. Das war's erstmal für heute mit Metroid Prime 3 Corruption. Bis dahin. Ciao, ciao.